Magenta, Sportzuschauer da draußen. Ich bin irgendwo im Landkreis Augsburg unterwegs und herzlich willkommen zu unserem ganz neuen oder neuen Rubrik, nämlich Kühlbox Live. Das haben wir nämlich. Und gestern habe ich es ja schon gesagt beim Teaser, ich werde irgendeinen bekannten DEL-Spieler zu Hause besuchen und mal schauen, wie der ja, zu Hause wohnt und was er daheim eigentlich alles so tut. Wo sind wir heute? Da, 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 da. Steffen Tölzer, Augsburger Panther. Und jetzt sind wir mal hier, schauen wir mal, ob er überhaupt da ist, der Tölle. Wo ist er denn? Tölle. Hoffentlich ist er da. Tölle! Servus! Wie geht's da? Gut. Alles Roger. Ja, herzlich willkommen bei Kühlbox Live. Servus. Zum allerersten Mal gibt es dieses Produkt. Machen wir das heute. Ja, cool. Schön Ding, wo du hier wohnst. Können wir mal hier ein bisschen rumzeigen? Zack, da drückt man drauf. Schau hin. Schön auf dem Land. Klasse. Herrlich. Hier scheint halt die Sonne. Ja, ist so. Wo ich Rosen im Oberbein, es regnet. So, jetzt gehen wir mal rein ins Haus vom Steffen. Wow! Kommt's rein! Wow, wow, wow! Schön! Bist du narrisch? Ist zum ersten Mal da, gell? Zum allerersten Mal, ja. So alt ist es noch nicht, das Haus. Wow! Schaut's mal rein, hier. Jetzt unser Wisch beim Basteln. Die Kinder und die Frau beim Basteln. Sehr cool. Der Papa ruht sich aus. Schuhe ausziehen? Kannst du auch nicht. Ich zieh lieber aus. Halt du mal hier den Selfie-Stick bitte. Dankeschön. Du weißt, wie's geht? Ja. Ja, okay. Dann schauen wir mal, ob er das kann. Kann ich schon. Ja, schauen wie geht's der Tolle? Ehrlich macht er das. Wie geht's der? Ja, danke. Also das kann ich noch. Schuhe ausziehen kann ich noch. Ach, herrlich. Wie geht's dir sonst? Sonst alles gut. Alles bestens. Playoff-Fieber, weißt du? Playoff-Fieber. Ja. Hashtag? Hashtag? Geilste Zeit? Geil, ja. Geilste Zeit? Gibt keine schönere Zeit. So, jetzt sind wir also in deinem wunderschönen Haus, ja, irgendwo in Augsburg. Wo genau, sagen wir es nicht, weil sonst kommen hier Millionen von Fans. Das wollen wir nicht. Die meisten wissen. Fangen wir mal hier rechts an. Boah, wie viele Schlüssel hast denn du eigentlich? Schau dir mal das an. Die ganze Schlüssel hier. Das ist ja Wahnsinn. Jetzt. Autoschlüssel, Motorrad. Motorradschlüssel auch? Ja, Motorradschlüssel. Hast du Motorrad? Ja. Cool. Mhm. Gut, was ist da? Schauen wir mal hier rein. Warte mal, ich komme mal dir nach. Hier klickt man wieder drauf. Was denn? Zack, draufdrücken. So, jetzt da. Okay. Oh, hier. Tölle, wie groß bist du? Bitte mal hinstellen. Ich bin da schon drüber. Oh, aber knapp. Geh mal hin. Ja. Geh mal nochmal hin. Schau, Wahnsinn. Okay. So, mal die Kippe. Weggehen, bitte. Mindestens 1,90. 1,70. 1,70. Cool. Was haben wir da alles? Wow. Und, Jungs, ui. Hast du die Playoff-Mützen schon vorbereitet? Okay. Ach, das sind die Playoff-Mützen? Das sind die Playoff-Mützen von den Frauen, ja, und Kindern. Kinder und Frauen? Ja. Wow. Okay. Würde dir auch gefallen, so ein Bombe. Ja, ich habe gedacht, dass ich vielleicht kommen könnte, aber Playoff. Und was ist denn das hier? Das sind vom Onkel, also sozusagen, der hat die Käppis gekauft für die Jungs. Ein bisschen alles für die Boys. Ja. Cool. Wie der Papa. Aber schön hast du es hier. Ich bin gespannt, was wir noch alles sehen werden. Wo gehen wir jetzt? Ach, jetzt gehen wir in die Pipi-Losch. Pipi-Losch? Sagen wir es mal kurz. Pipi-Losch. Also Gästetoilette. Ja, Gästetoilette, nichts Besonderes. Was heißt nichts Besonderes? Dusche halt, wo man sich unten gemütlich als Gast fertig machen kann, wenn es ist. Okay. Und wenn man da bleibt. Cool. Vielleicht muss ich später da noch hin. Gästetoilette. Mini-Golf-Set. Schaut euch das mal an. Ja, das ist der Ben. Mini-Golf-Set. Spielst du auch Golf? Ich habe es aufgegeben. Ja. Ich habe momentan keine Zeit, aber dann später denke ich mal, wenn ich wieder Golf spiele. Und habe mir dann entschieden, welche Seite, ob rechts oder links rum. Noch nie gespielt? Doch, ich habe schon gespielt. Mhm. Aber beidseitig. Einmal so, also von dem her. Cool. Schöner Holzboden. Hier. Da sagt man nichts. Mega. Jetzt da, Wohnzimmer. Jetzt ins Wohnzimmer, ja. Drücken wir drauf. Wow, mittendrin im Alltagsleben von Familie Tölzer. Genau. Wahnsinn. Wahnsinn. Alter, wie krass ist denn das? Wunderschön. Danke. Hä? Bitteschön. Wow.
ich bin echt begeistert. Wir haben uns Mühe gegeben, Dankeschön. Das ist lieber voll. Wir sind im Haus vom Steffen Tölzer, ja? Kapitän der Augsburger Panther. Oh, wow, das ist der Wind gewesen. Schaust du gut. Ja, das war der Wind, das war der Wind. Oder was sagt ihr? Beurteilung. Na, Wahnsinn. Wow, schön. Riesen-TV-Wand, da wird wahrscheinlich immer Magenta Sport laufen, oder? Richtig, so sieht's aus. So schaut's aus. Auswärtsspiele, ist ja klar. Wenn ich spiele, Frau, Kinder können ja nicht mit. Aber die Kinder schauen. Die und schauen. Die Frau. Die schauen. Cool. Fleißig zu. Fette Couch. Wo sitzt du, Tölle? Wo ist dein Platz? Eigentlich habe ich den Platz da hinten im Eck, aber ja. Bitte hinsetzen. Man kennt ja meine Kinder, dann das ist immer so, weißt du, dann habe ich keinen Platz mehr. Das ist Tölles Platz. So sitze ich. Fernbedienung hier oben und dann. Julius fragt, Steffen, was ist dein Lieblingsessen? Mein Lieblingsessen? Ja. Steak. Grill. Steak? Ja, Steak. Oh. Wahnsinn, schöne Couch. Neu? Relativ neu, ja. Wir mussten eine neue kaufen, weil die Jungs wachsen ja, die werden immer größer. Also irgendwann habe ich ja keinen Platz mehr gehabt. Cool. Also hier sitzt dann quasi Steffen Tölzer und chillt abends. Genau, richtig. Nach dem Spiel setzt man sich hier hin. Wow. Aber jetzt gehen wir natürlich Frau und Kinder. Das ist das Allerwichtigste. Family ist das Allerwichtigste. Richtig. Da müssen wir es mal ganz kurz Hallo sagen. So, wen haben wir denn alles? Tölle, bitte, hier. Ach so, den wir alles haben. Ja. Hi, meine wunderschöne Frau, Ramona. Hallo, Ramona. Hi. Dann haben wir da meinen kleinsten, Leon. Leon, servus. Sag mal hi. Ja, das passt schon. Schüchtern. Und? Da ist der Große, der Ben. Und der Ben. Genau. Wow. Und die bastelt gerade Geburtstagskarten. Immer Remi Demi. Genau. Oh, ich sehe gerade was. Hier. Zack. Tölle, das steht zwar nicht im Vertrag. Kann ich eine haben, bitte? Ja, klar. Ich habe eine lange Fahrt gehabt. Soll ich es? Warte mal, komm, ich nehme. Bitte halten. Jetzt. Zack. Also. Das Ding ist auch sehr schwer übrigens an alle Magenta Sport Fans da draußen. Aber ich hatte eine lange Anreise. Richtig. Von Rosenheim und deswegen brauche ich kurz eine Stärkung. Ja. Also. Früher hat er die mit einem Biss mal gemacht, aber. Ah, der ist so schlecht. Mit einem Biss. Wahnsinn. Was machen die Kiddies gerade? Die basteln die Geburtstagskarten. Wer hat die Geburtstag? Beide haben jetzt den Monat. Und der eine macht Piratenkarten und der andere hat so Fußballkarten gemacht. Wie alt werden sie? 4 und 6. Ja, jetzt geht's für den Großen los. Schule jetzt dann. Schule? Ja. Schule ist wichtig. Ganz unbedingt wichtig. Gute Noten schreiben. Jetzt sind wir in der Küche. Ja, also. Küche ist wahnsinnig. Mein Lieblingsplatz. Was haben wir da? Ist das eine Kaffeemaschine oder wie? Das ist Kaffeemaschine. Okay. Dann hast du einen Dampfgarer unten drunter. Okay. Dann ein ganz normaler Ofen und Tellerwärmer sozusagen. Wo ist Tellerwärmer? Das ist so Warmhaltefach. Das ist halt voll ein bisschen, aber dann kann man ganz normal Teller wärmen, unten so eine Heizplatte und dann kannst du dir halt Essen warm machen. Cool. Also riesen Küche. Ist wichtig. Wow. Wow. Brauchen wir. Wer kocht? Gemischt. Wir kochen beide. Lüg nicht. Wir sollen nicht lügen. Wir kochen beide. Ich koche gerne. Also nicht deine Frau? Ich räume nicht auf, aber ich koche. Okay, wer kauft ein? Mehr Frau. Mehr Frau? Mehr Frau, ja. Mhm. Ich schreibe ihr einen Zettel und dann geht's einkaufen, was man braucht. Apropos einkaufen. Kühlschrank. Ich möchte unbedingt in deinen Kühlschrank reinschauen. In meinen Kühlschrank? Ja. Das ist aber jetzt ganz privat. Ja, nur für... Oi, da! Wow! Ich war gar nicht beim Einkaufen großartig. Boah. Wie gesagt, das Bier ist das Wichtigste. Kimseer! Ja. Klasse! Wo kommt es her? Aus? Rosenheim! Riesenmann! Jawohl! Ne? Was kochst du am besten? Was ich am besten koche? Ja. Das Kochen. Ich mache am liebsten grillig. Kochen tue ich alles Mögliche. Was ist das da? Das ist so wie Actimel, ist das für die Kinder. Oh. Trinken sie gerne einfach ein bisschen. Okay. Ja. Kann man eins sich klauen? Oder? Ja, mach das. Ja? Ja, kannst du schon. Dankeschön. Ja. Cool. Das Wichtigste ist. Oh, warte, muss ich runter hier. Das Wichtigste ist ja hier, das ist mein gutes Fleisch. Was ist das jetzt? Entricot. Ein schönes Fleisch. Ein Kilo. Das brauche ich. Und das gibt's dann mit? Mit Gemüse, was halt dazu kommt.
Gemüse, wow, ein bisschen Baguette und dann... Frischer Salat? Also frischer geht's ja gar nicht mehr. Hast du das jetzt extra sauber gemacht? Nee, sind wir schon so. Frau, ich habe eine gute Frau. Wow. Schön. Was kochst du dann am liebsten? Halte mal ganz kurz. Achso, ja. Ach, dass du es trinken kannst. Ja. Was ich am liebsten koche? Ja. Verschieden, wirklich ganz ehrlich, ich liebe Steak, also viel Fleisch, dann für die Kinder mal zwischendrin Fischstäbchen mit Kartoffelpüree, dann... Ich soll den Kühlschrank nicht leer... Ich probiere nur was! Du hast das er mir darf, erlaubt. Er darf. Ja, okay. Die Kinder machen nachher fertig, aber er darf. Ist gut? Ist sehr gut. Ja, ich trinke das auch mal. Ab und zu mir nicht. Heimlich, aber ich kenne das mit einer anderen Verpackung noch. Ja, ich weiß genau, die damals, die... Ist das dasselbe? Das ist nur dasselbe. Andere Verpackung? Das ist genau, ach so, dasselbe. Das hat jetzt bloß gesagt, dass er eins abkriegt. wie ich mich durchschnur. Nö. Nein. Also unter Freunden. Unter, bei mir darf er das. Ich habe nur geliehen. Okay. Was ist dein Lieblingsgericht, beziehungsweise was kochst du am liebsten? Was ich am liebsten koche? Mhm. Ich sage, wie gesagt, am liebsten grill ich eigentlich, das ist Steak. Und sonst koche ich halt in der Wokpfanne teilweise, mache ich so Chicken Teriyaki oder dementsprechend halt mit Erdnüssen und Sahne und so, ein bisschen Erdnussbutter, sowas in der Richtung, mit Reis. Ramona, lügt er? Ja? Alles richtig? Ja. Also er lügt nicht, okay? Abfalleimer? Da hinten. Abfalleimer? Also, ja. Komm. Rechts oder links? Ist egal. Beides Abfall. Gut. Okay. Also, gestärkt bin ich, Küche ist super, schaut wirklich sehr, sehr überragend aus. Alles da, Bier aus Rosenheim, Zufall oder? Habe ich ja schon immer. Tegernseher oder Chiemseher, trinke ich immer. Frage ihn mal, wie er die Spiele von gestern fandet. Hast du gestern angeschaut, erste Playoff-Runde? Ich muss sagen, gestern, ich habe nicht viel vom Spiel mitgekriegt, weil wir gestern eine Teambuilding-Maßnahme hatten. Also wir sind mit dem Team nochmal bowlen gewesen und haben ein bisschen uns entspannt mit der ganzen Familie. Mhm. Und dadurch habe ich nicht so viel mitgekriegt. Ich habe es dann bloß im Nachhinein ein paar Highlights angeschaut, also war es Playoff-Hockey halt. Das heißt, ihr hattet gestern Mannschaftsabend, genau, beim Bowlen? Genau, genau. Auch wunderschön hier, die ganzen Zeichnungen. Big Boys. Kinder ist wichtig. Wie stehen die Chancen gegen die DEG? Wie sollen sie stehen? Es ist, wird neu durchgemischt. Wie gesagt, Düsseldorf ist ein starkes Team, aber die Chancen stehen gut auch für uns. Diplomatisch clever. Ja, wie immer. Gut, was haben wir da hinten noch, Tölle? Was ist das da? Was, Speise drin. Speise? Ja. Darf man da auch kurz Hallo sagen? Ein bisschen Chaos halt. Boah. Schon. Wow. Extra Kühlschrank, aber das zeige ich jetzt nicht. Der ist voller Bier. Tölle. Aber man sieht schon unheimlich ordentlich. Also... Alles hat da seinen Platz. Zack, 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 zack. Chapeau. Hast bestimmt du gemacht, oder? Ja, zusammen. Wir sind beide sehr ordentlich. Weil mit zwei Kindern muss alles schnell funktionieren. Ja, das ist... Wunderschön. Cool. Wie viele Quadratmeter hast du hier eigentlich? 190 sind's. Dann schauen wir mal noch weiter. Ja, dann also weiter. Küche. Küche Hammer. Sehr schön. Wirklich? Danke. Muss man sich auch nur mal bedanken, dass man hier so mal ins Herzstück von Steffen Tölzer nach Hause gehen darf. Das ist wirklich. Dürfen wir nach oben auch gehen? Wir können nach oben auch gehen. Jetzt wird's ernst. Also, geh mal. Jetzt wird's ernst. Zeig mir bitte den Kühlschrank. Kühlschrank waren wir schon. Kühlschrank haben wir uns schon angeschaut. Ja. Wow. Also hier sieht man eine wunderschöne. Lauter Erinnerungen, oder? Genau, genau. Familienwand. Familienwand? Ja, das wird auch noch weiter ausgebaut, das ist ganz hoch. Aber ein bisschen Platz brauche ich, hoffe ich noch für ein paar Trikots. Wow. Und Familienbilder. Wunderschön. Gibt es irgendein Bild vielleicht, Tölle, was besonders heraussticht? Oder gibt es irgendwie ein... Es sind eigentlich alles... Warte mal, ich muss mal das hier, die Fans sehen. Hier, lauter... Sind alles Familienbilder. Eigentlich die schönsten Bilder mit meiner Frau immer zusammen, sage ich immer. Das ist immer schön, wenn man das... Das ist einfach das Schönste mit der Frau, dann die Kinder drauf. Wo warst du da, Tölle? Da waren wir auf Mallorca. Waren wir gerade im Tierpark. So. Cool. Ja. Oh, man sieht hier, der Kleine ist schon genau. Fan. Richtig. Was da, ist dafür sorgt er. Dafür sorgt er. Der kleidet nein. Was ist hinter uns? Wow, das habe ich noch gar nicht gesehen. Ja, hinter uns ist so eine kleine Geschichtswand, ein bisschen von mir jetzt. Wall of Fame. Ja, so ein bisschen, genau so kann man das sagen. Alle Medaillen, ob jetzt Inlandhockey-Weltmeisterschaften und was wir alles schon gewonnen haben. Und hier
Die 600. Genau. 600. Spiel für die Augsburger Panther. Genau, richtig. Also muss man mal hier. Pass auf, umdrehen. Zack. Nee, Goldmedaille. Was für Goldmedaille ist das? Das ist Bronze, das ist Bronze. Bronze? Silber von der Weltmeisterschaft. Weltmeisterschaft. Wow. Ja, genau. Sehr interessant. Meisterschaft, genau. Und dann DEL halt Vizemeisterschaft. Und was ist deine absolut schönste Eishockey-Erinnerung, Tölle? Schönste Eishockey-Erinnerung? Ja. Muss ich jetzt sagen, wirklich die Medaille. Die Vizemeisterschaft. Das ist die Vizemeisterschaft-Medaille. Ja, das war unglaublich. Das war einfach die Stadt in Ausnahmezustand zu sehen. Die Fans, wie sie, also Wahnsinn. Also die Stimmung im Stadion, im Alten noch. Also es ist unglaublich. Also es war Wahnsinn. Und du hast jetzt hier die 15. von 35 Medaillen, oder wie? Genau, richtig, richtig. Wow. Ja, das war ein brutaler Run damals, ja, gegen Hannover. Sind wir gerade so reingekommen, marschiert. Respekt. Ja, soll ja noch weitergehen, hoffe ich. Also da quasi das 500. Trikot. Da kommt dann 600. Ja, da kommt dann 700. Da ist quasi noch ein bisschen ein Platz. 700, vielleicht 800 da oben noch. Mal schauen. Wie viele Spiele hast du genau? Jetzt dürfte ich kurz vor 700 sein. Nimm kurz so vor 700? Schaffst du in die Playoffs vielleicht noch die 700? Wäre möglich. Ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen ins Finale spielen. Weil ich war die Saison leider verletzt und dadurch wird es dann knapp. Stimmt. Ja, das war halt einfach halb ein Spiel. Wie lange war es da raus? Wir waren jetzt schon 9, was habe ich jetzt insgesamt? Ich glaube 12 oder 12 Spiele habe ich verpasst. Genau. Ja. Cool. Gut. Schauen wir weiter. Warst du Karneval feiern oder warst du nur im Training? Nur im Training. Wir hatten, nee, Karneval war ich nicht feiern, nein. Keine Zeit. Also jetzt sind wir im ersten Stock. Genau, jetzt sind wir im ersten Stock. Genau. Wo wollen wir als erstes hin? Wo darf ich hin? Suchst du aus. Da muss noch ein Regal ins Treppenhaus, wo dann der Pokal steht, ja, sagt Bianca. Das ist richtig. Der wird dann schnell gebaut. Ich bin ja handwerklich auch begabt. Das ist kein Problem. Ist gleich erledigt. 1000 Spiele sind noch drin, oder? Tölle. Wir gehen jetzt mal von Spiel zu Spiel. Von Saison zu Saison. Aber ja, wäre machbar. Ja, klar, selbstverständlich. Jetzt drehen wir mal hier kurz die Kamera wieder. Zack. Also hier. Genau. Da geht es zum kleinen Leon. Genau. Kleines Kinderzimmer vom Leon. Kinderbad und Ben. Dürfen wir? Ja, können wir schon reinschauen. Logisch. Dann fangen wir mal beim. Bitte nach dir. Das ist das Reich von meinem Kleinen. Ach, süß. Da. So klein ist er jetzt nicht mehr. Ja, Zeit geht schnell. Geht schnell vorbei. Ja. Ja, typisches Kinderzimmer. Typisches Kinderzimmer. Schreibtisch, alles da. Alles, was man braucht. Küche zum Kochen. So wie der Papa muss das nachspielen. Muss das ja nachspielen. Stimmt, wie der Papa, genau. Kochen. Alles da. Werkstatt, alles da. Alles stimmt. Auch, ja. Seine kleine Werkstatt. Wer ist eher derjenige, der mit mir gerne in der Werkstatt ist? Ja. Cool. Der größere ist da anders. Wie alt ist er? Der ist 4. 4. Wird er jetzt, ja, genau. Und hier das kleine Dinosaurier-Aquarium. Genau. Ja, ist auch wichtig. Ja, ist wichtig. Habe ich auch gerne mögen, Dinosaurier. Ja, spielen Sie gerne damit. Was war dein Lieblingsdinosaurier früher? Oh Gott, wie hieß denn der? Tyrannosaurus Rex war meiner. Der Rex war gut, ja. Rex war gut. Ich hatte den mit den komischen Stacheln da am Rücken, da, weißt du, so einen Fächer hatte. Ich weiß nicht, wie der heißt mehr. Ich weiß es nicht mehr. Gab es doch so komplizierte Namen. Komm, ich kann ja heute noch nicht richtig. Also jetzt sind wir im Kinderzimmer. Jetzt sind wir im Kinderzimmer von Ben. Genau, siehst du, die Eishockeyfläche ist schon da. Oh ja, auf dem Tisch. Ja, genau. Fußballfeld ist da, das ist ein großes Hobby. Also Fußball spielt er auch richtig. Also von dem her, alles da. Und die FC Bayern Bettwäsche da hinten, genau, oder? Die FC Bayern Bettwäsche und dann, ja. FC Bayern wurde, ich sag ja, wie gesagt, der Onkel, der tut die schon in die Richtung treiben. Da wird alles gekauft vom FC Bayern. Und ja, da. Haben Sie Ihr eigenes Reich später mal? Eigenes Bad für die, genau, Jungs, oder? Für die Kinder, genau. Wo sie dann später mal putzen dürfen. Aber jetzt wird noch nicht selber. Jetzt macht's. Ja. Wäre schön. Spielst du auch mal auf der PlayStation NHL ab und zu, wird gefragt? Ja, ab und zu schon, ja. Wenn ich Zeit habe. Jetzt fange ich wieder an, sagen wir es mal so. Also jetzt fange ich wieder an, PlayStation zu spielen, ein bisschen, weil der Kleine anfängt. Die Tanja braucht auch noch eine Unterschrift.
Auf dem Trikot. Achso, können wir ja jederzeit. Nächstes Spiel? Nächstes Spiel oder zum Training kommen einfach. Können auch alle unterschreiben. Kein Problem. Kriegen wir hin. Oh, dürfen wir hier rein überhaupt? Also. Was? Achso, jetzt gehen wir ins Schlafzimmer. Jetzt gehen wir ins Private. Ja, können wir rein. Ich habe die Bilder abgehangen, die Nacktbilder. Oh. Von mir. Also, wir dürfen wirklich da rein. Bist du narrisch? Ja, das wow. Schlafzimmer. Cool. Nichts Besonderes, ganz gemütlich. Was ist da rechts hier um die Ecke? Wo geht's da hin? Da geht's zur Ankleide, da habe ich deinen Stuhl vorbereitet eigentlich. Mein Stuhl vorbereitet? Ja. Was heißt mein Stuhl vorbereitet? Der Rentnerstuhl. Der Rentnerstuhl. Da ist der Rentnerstuhl. Oha. Ja, Massagestuhl. Spielst du auch FIFA, wird gefragt. Ja, spiele ich auch. Was ist das für ein Stuhl? Das ist eine Massagestation mit Airbags, mit Druck, also Druckluft und allem drum und dran. Also festhalten? Ja. Gott, ich halte. Schauen wir mal, ob er kommt dann nicht mehr raus. Aber was heißt es, du gehst dann quasi hier immer nach genau, die Spiele ja. rein, oder wie? Genau, richtig. Du stehst ein bisschen hoch. Und dann? Den Kopf nach hinten. Okay. Und Arme unten rein, in die Seitendinger. Aber das hier rein? Genau, richtig. Und ich komme mir vor wie in der Business Class. Ja, du stehst unten rein. Und dann? Besser? Und dann, wenn du zumachst, kannst du ein Tablet bedienen, dann geht das hoch und runter und dann tust du dementsprechend mit Luft zudrücken, massieren, hinten am Rücken massieren, Füße massieren, alles was dazu gehört. Genau. Und wie geht's an? Darf ich mal anmachen? Ja, warte mal, ich muss erst mal hinten, glaube ich, drauf drücken. Warte mal, dann musst du mal schnell ein Selfie-Stick nehmen. Okay, ich war noch nie in einem, wie nennt sie das? Das ist ein Massagesessel. Warte mal, ja, also ich bin jetzt nicht irgendwie im Flieger. Nein, schnell. Warte mal kurz. Hat er den dann eingesteckt? Den hat es ausgesteckt. Ja, aber das heißt, du setzt dich dann hier rein nach die Spiele. Du nicht, dass jetzt hier noch was passiert, nee, gell? Nee, alles gut. Die Frau hat das ausgesteckt, weil sie ihre Duftlampe da angesteckt hat. Weißt? Das ist Duftlampe, so. Okay. Das muss ja immer gut riechen im Haus. Ja, aber wie nennt sich jetzt der Stuhl? Ich hab sowas noch nie gehört. Das ist ein Massagestuhl. Ein Massagestuhl, genau. Massagestuhl. Genau. Und dann kannst du dich da... Okay. Das musst du wieder festhalten, bitte. Okay. So. Und jetzt da? Jetzt kannst du halt eingeben. Jetzt kannst du oben dein Programm eingeben. Volles Programm. Volles Programm. Ja. Okay. Jetzt ist der los. Dann kannst du halt deine verschiedenen... Lass uns mal sehen. Aber ich gehe mal ein bisschen hin. Ein bisschen weh. Jetzt bin ich weggeknickt. Vielleicht sehen wir es so ein bisschen. Okay. Oh ja, jetzt kommt er. Mhm. Genau. Hinten. Okay. Oh, voilà, jetzt bin ich ein bisschen verwackelt hier. Sorry, mein Fehler. Schlechter Kameramann. Ja, genau. Und dann bläst er sich auf, macht die Airbags dementsprechend an, Füße hoch, tut dich einstellen und so weiter und so fort. Aber am Rücken ist mir ein bisschen unangenehm. Ja, also da kann man dann leichter einstellen. Ich habe es jetzt ganz hart eingestellt, weil ich brauche das am Rücken. Wirklich volle Kanne, wenn es ist. Ja? Naja, sonst spüre ich dann immer viel. Oh, jetzt wird aber sehr eng. Sehr eng, sehr eng. Brauchst keine Angst haben. Was ist jetzt? Jetzt lässt er wieder ab, langsam. Ich komme jetzt gerade auch nicht raus. Ich weiß. Also so, machen wir zwei alleine weiter. Jetzt lass mal einfach sitzen, weil ohne mich kommt er nicht mehr raus. Stopp? Gibt's Stopp? Gehst einfach raus. Ah, kannst du auch nicht drücken, gell? Oh. Muss ich machen. Okay. Oh, wunderbar. Schau mal wieder. Sag ja, das ist wieder alte Mann sich ausgerichtet. Okay, super. Massage habe ich noch nie gesehen. Ja, damals auf der Messe gekauft, ja. Patrick, was sagt ihr denn zur Strafe gegen Müller? Die wirst du gar nicht gesehen haben, schätze ich mal, oder? Hast du irgendwas gesehen gestern beim ersten Playoff-Spiel? Ich habe es nicht gesehen. Ich sage ja, wie gesagt, ich war gestern wirklich beim Bowlen und habe dann immer viel mitgekriegt. Also nur ein paar Highlights angeschaut und das war es auch schon, weil wir heute früher schon wieder Training hatten und da... Warum cool. Achte schon wieder im Einsatz. Dann schauen wir mal noch weiter. Ja. Also, Massagestuhl, das ist ja echt ein Riesengerät. Wow. Gut, habe ich auch mal zum ersten Mal sowas gesehen. Wunderschönes Schlafzimmer. Und jetzt da geht's ab ins Bad. Ja, genau, jetzt gehen wir ins Elternbad. Richtig. Genau. Oha. Wow. Schön sauber, es riecht verdammt gut. Meine Frau macht das alles. Also passt du da rein? Ja, ich brauche da nicht rein, ich bin kein Badetyp. Alles, was ich mir gewünscht habe, ist meine, oder was ich gesagt habe, was ich unbedingt haben möchte, ist meine Regendusche. Aha, Regendusche? Also ich wollte immer schon eine Regendusche haben und dann und ein bisschen Platz in der Dusche. Geh mal rein in die Dusche. Also so schaut's aus, wenn der Steffen Tölzer sich duscht. Richtig. Bisschen stretchy. Jetzt geht gleich das Wasser an. Aber ist ja riesig, die Dusche.
Wir brauchen jetzt einen Zweitplatz. Ja, wir sind zu viert. Lukas, Freck, kommen manchmal Teamkollegen auch zu dir nach Hause? Ja, wir machen schon ab und zu. Ab und zu mal eine Gartenfeier mit dem Team. Einmal. Aber Sommer, die dürfen oder? Dann nicht hier rein. Nein, das ist. Oder? Das ist jetzt nur. Deswegen gibt es ja Gäste unten, das andere. Die haben ja dann ihre Gästedusche und haben alles. Hat ja. Die Ramona aber einen tollen Geschmack, sagt die Steffi. Ja, danke. Ich werde sie ausrichten. Also wirklich sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Was ist da hinten noch da? Was gibt's? Das ist Toilette. Ach so, gut. Toilette. Wurde ganz entspannt. Ein bisschen abseits, Tür zu. Gutes. Sehr schön. Also, machen wir hier auch herin. Jetzt gehen wir quasi wieder, auch wichtig, Medizinschrank. Ja, braucht man. Wichtig. Wegen die Kinder. Wichtig. Wassermarsch. Das hättest du ja gerne gesehen. Schon hinten schön auf dem Rücken. Also der Massagestuhl ist trotzdem, also ich bin ja positiv überrascht. Ja, hätte nicht gedacht, dass du ein Massage... Darf ich noch mal kurz hinschauen? Darf schon mal hinschauen. Und setzt du dich mal rein. Und das heißt, nach die Spiele, nach einem Heimspiel von den Augsburger Panther, genau, setzt du dich dann da rein, das schaut dann so aus. Genau, und dann setze ich mich rein, dann mache ich das Ding an, zack, zack, stelle mein Ding rein, dann fährst du die Füße hoch und dann schlafe ich. Also schlafe ich, reste. Und wie lange bleibst du denn immer drin? Halbe Stunde. Kommt drauf an, machen wir eine Stunde. Vielleicht hat von euch jemand auch so einen Massagestuhl, ich habe nicht. Aber zu viert in der Dusche. Hat er Kinder? Ja klar, ja. Melanie. Zwei. Genau. Zwei. Das ist keine drei Frauen und ich. Das der ist gut. Hat er Kinder? Wegen der großen Dusche wahrscheinlich. Ja, mehr eigene, ja. Hast du einen Fitnessraum? Fitnessraum habe ich jetzt draußen in der Garage, ja. In der Garage? Genau. Okay. Aber alles hingehangen sozusagen. Weil wir haben ja ohne Keller gebaut, weil Aha. ich nicht alles irgendwo verstauen wollte. Irgendwie, meistens Keller ist ja immer dann so ein bisschen Ablageraum und das wollte ich vermeiden und so muss ich immer wieder ausmisten. Und deswegen habe ich das alles in die Garage gebaut und Werkstatt draußen. Frage mal, ob er sich vorstellen könnte, für einen anderen Verein zu spielen. Vorstellen auf jeden Fall, das hatte ich immer damals gedacht, aber jetzt, mittlerweile nicht mehr, also jetzt bin ich schon so lange in Augsburg, also... Wie lange bist du schon da? 16. Saison ist das jetzt. 16. Saison? Genau, richtig. Wahnsinn. Wie viel kostet das Teil, dieser Stuhl, oder was kostet der ungefähr? Oh, das ist so lange her, dass ich den gekauft habe, das war damals, da war ich noch jünger, den hatte ich sogar noch in einer Vereinswohnung damals gehabt. Beim Messepreis habe ich da 4.000 Euro, hat der Club kostet ungefähr so ein Dreh. Messepreis, ja, das heißt genau. Normalerweise sind wir... Ja, war schon bei 8.000 oder so Euro, aber damals, ich wüsste nicht, ob wir, was das jetzt kostet, das ist schon 10 Jahre her. Was mich noch interessiert, wo ist dein Kleiderschrank? Dann war ja da gewesen. Ah, das ist da hinten? Ja, ja. Da muss ich reinschauen. Ja klar. Ich habe da reingestopft was. Ach komm. Der ist leer. Ich mag schon wissen, wie schaut der Kleiderschrank aus von einem Tölle? Nichts Besonderes drin. Ah, hier, Maple Leafs? Ja, Toronto Maple Leafs, genau. Nichts Besonderes. Aber was hast du für schöne Schuhe? Das sind meine wow. Ding für den Presseball. Für den Presseball? Ja, Presseballschuhe oder so, halt mit Smoking und so. Warum hast du hier Toronto Maple Leafs? Ja, weil ich Toronto Maple Leafs damals schon als Kind immer mochte und dann habe ich das immer... Fan von Toronto genau, Maple Leafs? Genau, genau. Aber du hast doch mehr Klamotten wie nur hier. Doch, ich habe die andere Seite auch noch vor. Ich sag, oh. Das ist Nike gestopft. Das ist die schöne Seite. Weißt du, das ist auch meine Unterwäsche, also mein spezielles. Okay, ja, lass mal. Weiter will ich nichts zu zeigen. Ja, du hast vorhin gesagt, du hast ein Bike. Genau, richtig, ja. Zum Abschalten einfach, wo ich sage. Okay, meinst du jetzt ein Rad oder meinst du jetzt ein... Fahrrad habe ich auch, ja. Aber nee, Motorrad. Nee. Motorrad? Harley Davidson, genau. Können wir das auch anschauen? Können wir auch anschauen, wenn wir wollen, ja. Wo ist das? Das ist draußen in der Garage, genau. Wo der Keller ist sozusagen. Genau. Sozusagen. Jetzt gehen wir hier wieder runter bei der... Wall of Fame. Ein richtig schönes Haus, Tölle. Danke. Hut ab. Muss ich wirklich sagen. Klasse. Muss man hier nochmal. Also hier gehen wir so rein. Zack. Wirklich schön. Von da oben sind wir runter. Echt cool. Ein paar Schuhe sind auch da übrigens. Aber wenn man Kinder hat, dann ist das. Das habe ich alles selber gemacht. Du alles selber gemacht? Alles selber, ja. Das habe ich selber gemacht. Alles selber gemacht. Auch so Figuren und sowas mache ich, was Stahl mit Holz und also mache alles selber.
Also du bist auch nebenbei Schreiner, oder wie? Deswegen, ja, ich mag es halt gerne, in der Werkstatt zu arbeiten, cool, mit Holz, mit altem Holz. Und deswegen habe ich gesagt, für den Pokal finde ich eine Lösung. Das geht dann schnell. Ein bisschen Holz habe ich noch vor der Tür, das ist kein Problem. Dann schnell Schuhe anziehen, ja, dann schauen wir mal raus. Schauen wir mal raus. Jetzt. Schon mal die Route 66 gefahren? Nein, deswegen habe ich sie aufgehangen, dass ich das Ziel nicht verliere. Das ist dein Ziel? Ja, einfach so sagen, mit dem Bike, mit der Frau, wenn die Kinder alt genug sind, eventuell kommen sie mit. Mhm. Oder wir machen es so, dass ich wirklich mit der Harley dann, klar, muss ich ausleihen, rüberfliegen. Das war da vorne gehangen, gell? Genau, richtig, richtig. Am Ofen. Das am ist Ofen. So ein bisschen so, das ist nochmal ein Traum von mir, zu sagen, die Route 66. Hier. Genau. Ja, von mir und meiner Frau. Die ganzen Restaurants dort anhalten, zwischendrin essen. Weil ich habe ja immer auf D-Max oder sowas, das guckt man ja ganz gerne mal an oder sowas. Und deswegen hängt es auch da, dass das für dich quasi immer so ein Ziel ist, wo man jeden Tag dran vorbeigeht? Genau, wo ich einfach sage, hey, da will ich irgendwann hin. Einfach mal die Route 66. Wunderbar. Und schon einen groben Plan, wann das stattfindet? Oh, das dauert noch. Dauert noch? Bis die älter sind. Das wird schon noch ein bisschen dauern. Frau ist ganz brav am Arbeiten. So wie immer. Gib dir Bestes. Ja gut, ich bin immer auf dein Bike gespannt. Ob so ein kleiner. Ich habe auch einen Roller. Ja. Einen 50er Roller. Ein Vespa. Ich habe ein Vespa. Ja, schau, das ist auch legendär. Das ist, was mir in meinem Sortiment noch fehlt. Ein Vespa. Ja, herrlich, ich liebe das auch. Vespa, super. So. Jetzt gehen wir raus. Nein. Boah. Garagentor geht auf. WLAN haben wir auch noch, klar. Gut, haben wir noch. Oi, boah. Motorrad. Das ist dein kleines Motorrad? Genau, genau. Das ist ja Wahnsinn. Das ist das, wo ich meine Zeit verbringe. Meine Freizeit manchmal, wenn ich habe im Sommer. Schaut euch mal das an. Bitte, genau. Geh mal zu deinem Motorrad. Ja, ja. Boah. Geht jetzt hin, das siehst du ja nichts. Das ist ja Wahnsinn. Genau, Name von den Kindern drauf. A Harley. Boah, ist das fettes Teil. Wow. Das ist ja brutaler Knall. Also ich kenne mich jetzt zwar nicht so aus mit den Bikes, aber optisch ist mit Stern. Danke. Ja, typischen W-Fragen. Wie alt? Woher? Warum? Wieso? 2013 ist das ein Breakout sozusagen. Mhm. Und ja, warum? Weil es einfach auch schon, wenn man drauf war. Sehen wir uns mal so her. Achso. Weil es halt immer ein Traum war von mir. Einfach so. Das ist halt einfach, wo ich gesagt habe, ich wollte schon immer. Damals bin ich Rennmaschine gefahren. Aha. Dann habe ich das aufgegeben, weil es halt ein bisschen zu gefährlich war mit den Kindern. Und dann habe ich gesagt, jetzt wollte ich unbedingt meinen Traum hier so Harley einfach erfüllen. Das habe ich mit dem Haus dann gleichzeitig gesagt, dann muss ich es jetzt gleich machen, weil sonst brauche ich später nicht mehr machen. Wie viel PS? Die hat jetzt, glaube ich, 76, glaube ich. Muss ich gucken. Ja, irgendwie so. Ja. Aber auf jeden Fall nicht viel. Also ganz gemütlich, nur zum Duckern. Bist du oft unterwegs mit dir? Ja, sehr oft. Sobald das Wetter zulässt, fahre ich auch ins Training oder wo ich halt hin kann. Genau. Wow. Schöne Touren nach Österreich mal runter mit der Frau, kommt immer ran, mal schnell Eis essen gehen. Die war es aber im Winterschlaf, oder? Nehme ich an. Die oder bist du schon mal gefahren? Ich bin schon gefahren zweimal. Ah, bist du schon mal gefahren schon zweimal. Ja, da war, wo die Woche so schönes Wetter war, bin ich zweimal gefahren. Halt mal bitte. Ja. Oh, jetzt. Oh. Jetzt machen wir mal ganz, dass ihr es seht. Und steht ihm das? Ich will antworten. Wo war mein Helm? Da hinten, ja, du musst da. Nein, ja, genau, den. Was da. Ist das da? Ist das dein Helm? Das ist nur die Schüssel, ja, genau. Okay. Schau mal schnell. Links oder rechts? Das Zeichen muss vorne sein. Zeichen muss, wo ist das? Ja, passt schon, richtig. Richtig, so. Ja, genau. Boah! Route 66, Baby! Genau, so sieht's aus. Oh, jetzt geht's ab! Ja, aber ist das deiner? Hm? Ist das dein Helm? Ja, klasse! Ich habe zwei. Einmal einen mit Dingszeichen, weil dann in Österreich darf nur mit dem anderen fahren. Mit dem dürfst du in Österreich nicht fahren. Und dann, das ist der für hier, für Deutschland. Okay. Und dann die passende Brille auch? Ja klar, logisch. Das da, oder? Verschiedene Brillen, ja, verschiedene. Das ist deine Brille? Ja, es gibt verschiedene. Ich habe normal Sonnenbrille auf, ich habe die Brille. Jetzt gehen wir mal näher hin, schauen wir mal. Wie geht denn das? Ja, die muss ich vorher anziehen. Die hätte ich vorher anziehen müssen. Also. Naja, auf jeden Fall finde ich das echt klasse. Sieht top aus, schau. Ja, schau, siehst du. Sieht top aus. On sieht fire. Top aus, oder? Roller passt besser. Danke, Markus. Super Kompliment. Sehr nett. Jetzt aber pass auf, wie er jetzt gleich ausschaut. Und mit dem Teil? Ja, Fliegerbrille halt. Aber du kannst jetzt so rumfahren. Ja, klar. Ist das erlaubt so? Ja, sicher. Aber ist das jetzt kein Spaß? Also ich tue die jetzt nicht oft aufziehen, muss ich ehrlich zugeben. Huh? Ich ziehe die jetzt nicht oft auf. Was ist mit dem Helm? Ziehen. Ah, okay. Ja. Gut. Helmerfahrung hat er und nicht dann so warst viel. Du so.
Ja, genau. Aber das ist jetzt klasse. Natürlich schon. Das ist ja brutal. Also, wenn ihr in Augsburg mal jemanden so rumfahren seht. Sollen wir noch einen Klassiker geben? Was für ein Klassiker? Das wüsste ich noch. Warte mal, halt mal schnell. Okay. Komm, ich gebe dir noch einen Klassiker. Wow! Also, wenn jemand in Augsburg so rumfahren. Normal so müsste er jetzt den als Schal noch anziehen, weißt du? Dann würde er ja hier so ausschauen eigentlich. Was ist denn das? Ja, das kennst du das nicht? Das ist so ein Tuch. Das ist so ein Tuch und okay. Man kann ihn über die Nase da am Hals anziehen und dann kriegst du die ganzen Fliegennetze ab. Könnte man machen, aber ich zieh's natürlich. Alles, so Spaß habe ich mal geschenkt gekriegt, bei Spaß. Markus Ochs, Motorrad mal anlassen, wollen den Sound hören. Oh oh. Ja, wenn ihr das wollt, dann mache ich das. Dann wartet mal schnell. Ja, wir warten. Das gibt's ja nicht. Also ich weiß ja nicht, an alle Motorradfahrer da draußen, ob das wirklich so alles normal ist. Aber was ist das da mit dem... Oh, jetzt geht's ab. Warte mal, ich drehe dich jetzt mal um. Warte mal, hier. Ist die laut? Ja, die ist schon laut. Ja? Aber jetzt noch nicht die Muskel erstmal. Alter! Ja, Wahnsinn! Boah! Alter! Ja, Wahnsinn! Wie laut ist das denn? Ja, die muss ja ein bisschen auffallen, sonst macht es ja keinen Spaß. Tun wir ja nicht mehr Rennen fahren, wir waren ja nur noch Optik und Spaß haben, ein bisschen cruisen. Ja, krass. Vielen Dank, das ist, ja. Also war das okay so? Ja, ich denke, das war auf jeden Fall okay. Das ist gut, okay. Das ist schön, das freut mich. Mega. Dann schauen wir noch dahinter. Was ist da hinten noch? Da hinten, also jetzt, wo wir vor uns gesagt haben mit dem Fitnessstudio. Einmal da hängt es an der Wand. Du musst halt mal, rüberschwenken. Aua. Warte, ich helfe dir gleich. Warte. Oh, jetzt hat das Ding auf die Nase, geht auch noch. Aua. Warte. Wir haben Schwerverletzten. Wartet. Oh Gott. Warte mal kurz. Das Ding pfeffert da runter. Ja, das hat er. Ah. Ja, alles gut? Okay, ja. Aber es. Okay. Ist ein Torwart, der hat sonst eine Maske auf. Das ist an der Gewöhnung. Gut. Also, das war's beim. Das war's beim Steffen Tölzer. Das erste Format von Kühlbox Live aus Augsburg mit dem Kapitän der Augsburger Panther. Dann würde ich sagen, viel Glück. Wann geht's los? Dienstag geht's los? Dienstag geht's los, ja. Dienstag geht's los bei Magenta Sport live zu sehen. Die Partie Augsburger Panther gegen Düsseldorf. Spiel 1 ab 19.15 Uhr. Und wie geht's aus? Erstes Spiel? Ja, für Augsburg natürlich. Ihr gewinnt's, erstes Spiel? Ja, klar. Wie geht die Serie aus? Wird eine knappe Serie, aber ich sag 4-2 für Augsburg. Gut, also, mir tut diese Nase weh, deswegen muss ich die jetzt mal kurz verarzten lassen. Schöne Grüße aus Augsburg, bis zum nächsten Mal bei Magenta Sport. In diesem Sinne, ciao, servus. Ciao for now. Ciao for now. Also, ciao for now. Gut. Servus. Ciao.